den Gaubel, mir keiner sperrt für dich den Käfig auf. Also heb die Faust, denn ich red jetzt laut, um der Jugend eine Stimme zu geben. Meine Generation sieht das Zufall, hier nicht mehr im Regen suchen. Das Licht in dem Nebel rudern, nimm nichts ihres Lebens. Du bist der Schlüssel, denn die Zukunft betrifft wirklich jeden. Geb nicht auf, das ist keine leere Phrase, denn nur die, die es bis heute noch nicht peilen, deren die Straße. Es sind meistens leere Sklaven, die nicht keine Seele haben, sondern darauf warten, dass wir die Wahrheit zu denen tragen. Weil sie meinen, eben gerade wirklich frei zu leben. Aber wir sind dazu oft gefordert, es zu schreien und denen zu sagen, dass nur wir die Macht haben. Wir einfachen Menschen ohne unser Zutun können Schatten es einfach vergessen, alles zu erreichen, uns zu halten in eisernen Ketten. Denn ohne uns können sie den Plan nicht mehr weiter fortsetzen. Die Zeit ist reif, wir haben lang genug geschlafen. Wir müssen jetzt endlich aufstehen, denn die Zeit ist reif. Wir haben lang genug gewartet, wir müssen jetzt endlich rausgehen. Denn die Zeit ist reif und reif, man wird sie nicht mehr. Und es liegt an uns, um unsere Freiheit noch zu sichern. Ich hab niemals hier gesagt, es ist leicht wird, das ist sicher. Aber nun, ganz im Ernst, der Versuch ist es wert. Killes more, ich gebe Gas jeden Tag und kämpfe mit dem War der Themen, weil gegen das, was der Gegner macht, gegen Hass. Und für jeden, der das versteht, ich mach eben das gegen den, der was gegen das freie Leben hat. Ich geh vor und brauch dich auf meiner Seite, lauf dich an meiner Seite, lauf mit und sei du meine Deckung, denn ich bin deine wie bei Spartanern. Du musst nur endlich begreifen, dass wir es sind, die die Macht haben. Denn sag mir, wer führt Krieg, wenn wir nicht an den Waffen sitzen? Wer wäre infiziert, wenn Ärzte nicht Substanzen spritzen? Wer wäscht den Kopf, wenn der New Speaker nichts mehr abliest? Und sagt mir, wen brauchen sie, damit ihr Plan siegt? Das sind wir, du und ich und er und sie. Weil sie denken, wir wären nur dummes, sickes Herdenvieh. Tun wir es, dann merken sie, das Spiel ist vorbei. Wir sind dabei, auf das ihr euer Endziel nicht erreicht. Denn die Zeit ist reif, wir haben lang genug geschlafen, wir müssen jetzt endlich aufstehen. Denn die Zeit ist reif, wir haben lang genug gewartet, wir müssen jetzt endlich rausgehen. Denn die Zeit ist reif und reif, man wird sie nicht mehr. Und es liegt an uns, um unsere Freiheit noch zu sichern. Ich hab niemals hier gesagt, es ist leicht wird, das ist sicher. Aber nun, ganz im Ernst, der Versuch ist es wert. Ja, ich weiß, es scheint, als wären sie so mächtig. Und das macht dich ohnmächtig, ohnmächtig, ohnmächtig. Doch ich weiß, dass wir mächtiger sind. Kommt es hart auf hart, im Kampf werden die Menschen gewinnen. Ich frag mich, was ist bloß mit der trabenden, schlafenden Namen Masse los? Dass sie jackert bloß, um dann bald ins Moos zu beißen. Begreifen zu spät, dass sie Bauern sind, die man über das Schachbrett schob. Ich frag, was ist bloß mit der trabenden, schlafenden Namen Masse los? Denn sie sagt nicht so, als sei die Sprache tot. Sind zu leise zum Schreien und bleiben am Ende liegen auf diesem Schachbrett tot. Ich frag, was ist bloß mit der Masse los? Denken sie schon in den Käfig wie ein Gast im Zoo. Aber was dir wohl noch immer entgangen ist, dass du nicht vor dem Käfig, sondern hinter den Stangen sitzt. Denn die Zeit ist reif, wir haben lang genug geschlafen, wir müssen jetzt endlich aufstehen. Denn die Zeit ist reif, wir haben lang genug gewartet, wir müssen jetzt endlich rausgehen. Denn die Zeit ist reif und reif, man wird sie nicht mehr. Und es liegt an uns, um unsere Freiheit noch zu sichern. Ich hab niemals hier gesagt, dass es leicht wird, das ist sicher. Aber nun, ganz im Ernst, der Versuch ist es wert. Also das ist hier das Occupy Hamburg Camp auf dem Gertrudenkirchhof, heißt es glaube ich, kurz vorm Umzug auf den Gerd-Hauptmann-Platz. Und ich habe bei mir Jakob aus Kiel. Herr Jakob, grüß dich. Willst du uns kurz erzählen, was in Kiel abgeht und wie weit ihr so seid oder was ihr macht oder wo es Probleme gibt oder so? Ja, wir sind jetzt seit 2,5 Monaten in Kiel, dabei den Vorplatz vor der Sparkasse, also den Platz zwischen Sparkasse und HSH Nordbank zu besetzen. Und ja, Occupy Kiel wächst ständig eigentlich so. Wir haben glücklicherweise eine Duldung von der Stadt, hat noch nicht so wie hier in Hamburg das Problem mit dem Weihnachtsmarkt oder so. Also wir mussten nicht umziehen und von dem her hatten wir das Glück, dass wir so die letzten 2,5 Monate so langsam Strukturen aufbauen konnten. Und ja, wir haben halt unsere öffentliche Versammlung, Arbeitsgruppen, Flyer verteilen. Jetzt planen wir gerade für den 15.01., da ist ja wieder der Occupy-Auftaktveranstaltung 2012 weltweit. Planen wir gerade, was wir da machen. Wir machen wahrscheinlich so eine Vortragsreihe mit Filmeabend und so. Und ja, bin glücklich dabei zu sein. Okay, und du hast gesagt, Probleme oder so habt ihr keine? Nö, bis auf dass unser Lager direkt unterhalb der Partymeile ist. Ah ja. Und wir natürlich Freitag oder Donnerstag, die Freitag, Besoffenen. Samstag den Strom von Besoffenen da haben und immer
mega die Nachtwachen und so organisieren müssen. Aber das, also wir hatten bis jetzt keine größeren Probleme. Okay, und ihr seid auch vor der HSH Nordbank, wie genau, wir hier in Hamburg. Genau. Mit hier der HSH Nordbank Passage. Vom selben Feind sozusagen. Okay, super, danke für das Statement. Ja. Willst du noch irgendwas hinzufügen? Nö, ja, ich hoffe, wir werden mehr und go occupy. Genau, ihr seid alle herzlich eingeladen. Genau. Vielen Dank, Jakob. Ciao.